Was geht ab? Wir haben heute zum ersten Mal, wir starten heute ein verrücktes Experiment. Wir haben gerade ein sehr, sehr gutes Konzert gespielt. Mike und ich waren fantastisch. Und jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Wir sind hier lang. Wir begeben uns zum Music Saves Lives Zelt. Das ist eine Charity-Organisation, die diese Autogrammstunden organisieren, unter anderem, um auf sich aufmerksam zu machen. Wir haben heute unsere erste Autogrammstunde in Amerika auf der Vans Warped Tour. 1000 Leute wurden nur, 1000 Leute. Schießen wir nochmal. T-Shirt von Breathe Carolina gekauft, ne? Ja, voll toll. Nur jetzt kommt der Haken. Scheiße. Ja, wie konnte das denn passieren? Ja, keine Ahnung. Ich hab nur die Front gesehen und ja. I've never seen that before. Hallo. Wir sind heute hier beim Catering und helfen mal ordentlich mit aus. Und zwar müssen wir heute 60 Essen zusammenstellen. Für 60 hungrige Mäuler und ich glaube, es wird ganz, ganz interessant und spannend. Warum machen wir den Mist? Weil wir gute Jungs sind. I'm delivering the driver meals to all the bus drivers. So you, I guess you guys made them today and then I hand them out so the drivers can eat them. Best part is getting to drive that bad boy over there. Nice one. Wie war dein Tag auf der Warped Tour? Richtig geil. War ziemlich heiß. Wir mussten ungefähr 8000 Kilometer laufen. Essen war gut, Show war okay. Interviews waren auch in Ordnung. Ja, eigentlich ganz cool. We're trying to get back home right now. To America. Fuck yeah. Work here. And we're gonna have our passports checked, make sure we're all safe, that there's no illegal immigrants, like illegal Germans or Mexicans on the bus. Little do they know Norman is in the Bay. We're gonna get White Castle. Hallo ihr Lieben, ich bin heute mit Norman unterwegs, wir sind gerade ein bisschen shoppen in einer völlig unbedeutenden Stadt. Mike hat es leider nicht hergeschafft, der liegt heute verkatert und verfiebert in seinem Bankbett. Sorry, Mike. Ja, guck dich doch mal um hier. Gibt absolut nichts zu sehen. Tiffany's & Co. Ist berühmt von dem Film Breakfast Club. Polizei an. Er benutzt die Polizei schon anzurufen. Der Hut ist einfach zu derbe. Wir schlendern hier gerade durch den Central Park, durch den Chemtrail Park in New York und reüssieren die letzten Wochen und über die letzten Wochen uns ist gerade bewusst geworden, dass wir noch 4 komplette Wochen vor uns haben. Das heißt, wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Morgen geht der Touralltag weiter. Wir sind auf dem Broadway. Ich fällt gerade nicht so richtig viel ein, weil mein Gehirn ein bisschen ausgeschaltet ist von gestern. 3, 2, 1, America! What? Garvin, turn the fuck off!
Ja, war geil. War super. Spitzenmäßig. Ja, war schön. Ja, war großartig. Ich fand sogar noch besser als letztes Mal. Vor 2 Jahren waren wir ja auch schon mal da. Hast du gerne ein bisschen länger mitgemacht? Eigentlich ja. Hätte ich gerne ein bisschen Schluss gemacht, den ganzen Zirkus. Ja, aber ist jetzt wie es ist. Das war gut so. Aber geile Leute da gewesen. War super. Abschließend, mega geil. What the hell? Look at me, look at me. Oh my god. Woo! I got so much.